Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil Transport Fever Season 6 hier auf meinem Kanal. Ja, ich hatte im Offscreen jetzt hier nur nicht viel, nur ein bisschen weiter gebaut. Noch nicht alles fertig, hier noch lange nicht. Bin noch ein paar Dekozüge schon hingestellt. Hier so ein Doppelstockwagen. Hier habe ich halt den Firma Niak hingestellt, die Fake-Version. Hier habe ich so einen kleinen Bauzug hingestellt. Und lock einfach nur die Wagen. Und da kommen gerade auch schon wieder neue Sachen. Was haben wir denn alles da so? Aha, Container. Oh, da ist auch wieder was S-Bahn-mäßiges bei. Ah ja. Mhm. Doll. Ja, ist auf jeden Fall genug. Genug neuen Stuff. Ja, hier habe ich ein paar kleine Fabrik. Was heißt Fabrik? Irgendwie so. Aber doch, eine Fabrik ist es nicht. Also wird nichts hergestellt. Wird höchstens was gelagert. Im Gesetz hier habe ich noch einen Zug hingesetzt, der hier gerade irgendwelche Fahrprofile anliefert oder abholt oder wie auch immer oder einfach nur geparkt wurde hier. Ich hatte mir gedacht, jetzt fehlen mir natürlich so ein paar Abstellgleise, fehlen mir hier schon. Aber das sollte ja eigentlich auch der S-Bahn-Betriebshof oder beziehungsweise Regionalbahn oder was auch immer. Für Güter jetzt nicht ganz so viele. Weil wir gehen ja schließlich auch nur hier drauf und im Moment kommen wir nur auf dieses eine Gleis hier. Also von daher. Jetzt noch nicht so viel. Ja, da müssen wir uns nochmal später Gedanken drum machen, wie wir das dann da mit den Gleisen dann weiterbauen wollen. Ich möchte jetzt eigentlich ganz gerne unsere Linie weiterbauen. Wir haben natürlich jetzt langsam ein Geldproblem, wie ihr seht. Wir haben noch 7,7 Millionen. Aber wir fangen langsam an, mit den Linien alle Gewinn zu machen. Die Fake-Version, der steht hier einfach nur rum. Der kostet mich 6 Millionen, dieser Zug. Beziehungsweise jetzt noch 3. Was kostet der denn? Kostet der so viel Kohle? Der kostet 3 Millionen? Boah. Also ich würde mal sagen, wir sparen uns erstmal das Geld und schicken den wieder zurück. Und wir schicken auch ganz genau den hier wieder zurück. Haben wir beide zurückgeschickt, genau. Der steht im Depot. Reinkommt, achso. Ja gut, alles klar. Die anderen kommen herein. Ich muss natürlich jetzt erstmal losfahren lassen. Weil erstmal kriegen wir jetzt hier wieder gut Geld für. Und wir sparen uns 6 Millionen Unterhaltskosten. Ne? Das ist natürlich schon eine ganze Menge. Also haben wir jetzt mal wieder 30 Millionen und sparen noch viel Kohle. So, das können wir dann alles später machen. Da kann ich dann auch noch ein paar Versionen bearbeiten, dass wir dann wirklich Fake Trains auch hinstellen können. Ich würde sagen, so ist das glaube ich erstmal ganz gut. Boah, ja, noch ein Platz frei. Ja, auch schon 57 Leute. Gut, also fällt die Fake jetzt erstmal weg, die 6 Millionen, die fallen nicht mehr ins Gewicht. Und die anderen machen wir Gewinn. Also 1,8 Millionen, 3,7. Hier haben wir schon 800.000 mit und hier kommt es langsam, 1,1. Das wird also auch bald in einem Plus umwandeln. Was bedeutet, um jetzt diese Rate bedeutet? Ich weiß es nicht. Achso, ungefähre Jahresdurchsatz pro Station. An Personen oder was? Keine Ahnung. Das könnte vielleicht sein, oder wie? Ich weiß es nicht. Muss ich mich mal schlau machen. Kenne ich noch nicht, die Anzeige. Vielleicht wisst ihr das ja, könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Ja, wäre ganz cool. So, jetzt geht's weiter hier nach Peterborough. Das wird allerdings keine S-Bahn mehr, ne? Weil das ist dann ja schon ein bisschen oben hin. Das ist ja quasi einmal quer durch England durch. Und das wird eine Regio oder ein Intercity. Ja. Weiß ich noch nicht so genau. Auf jeden Fall haben wir uns ja entschieden, dass wir hier 240 Meter lange Bahnhöfe machen. Forsthof. Hier sind. 240. Höchstgeschwindigkeit. Immer noch vier sind. Können wir den hier schön hinsetzen? Also müssen sie eh bald abgerissen werden. Von daher ist das egal. Oh, jetzt hat gerade eine Tür klingelt. Ich bin gleich wieder da. So, meine Freunde, da bin ich wieder. So, jetzt haben wir hier den Bahnhof Viersen. Wenn wir da dann schön hier durch den Wald auch drauf gehen. Wahrscheinlich starten wir jetzt hier erstmal gleich direkt mit dem Tunnel. Da haben wir es.
Nee, wir starten eben so eine geilen Schlucht. Wir müssen natürlich alles nachher wieder schön mit Bäumchen hier dann wieder verzieren. Oh, jetzt habe ich die Kurve nicht eng genug gemacht. Na, jetzt wird das nämlich kein... nicht wirklich schnell, oder? 150, na, auf dem kleinen Stück fährt er eh nicht so schnell. So. Ein Stück vergessen, ne? Na? Na. So, hier schön durch den Wald. Ab nach Peterborough oder so ähnlich. Peterborough. So, jetzt einmal hier über die Straße rüber. Bounce. Da hinten will sie nämlich auch schon bauen. Die Stadt. Haben sie gerade gemacht. Hier weiter. So. Perfekt. Jetzt geht es hier am Wasser lang nach Boston. Da können wir dann hier auch schon mal den nächsten Bahnhof hinsetzen. Der ist mir zu dunkel. Nehmen wir den. 40 Meter. Alles perfekt. Kann man hier jetzt schon fast hinsetzen. Ja, Straße geht ja hier eh nicht hin. So. Kann man hier schon ruhig rangehen an die... an die Straße. Das wird natürlich jetzt dann auch wieder unsere... Ah, das ist natürlich jetzt hier schon nur 107 noch. Da sollten wir vielleicht doch noch ein bisschen weiter ausholen. Oh, naja. Was machen, ne? 115 noch. Das ist ja eh nicht so lang, das Stück. Dann bleibt so. Hab ich natürlich, ach, jetzt hab ich natürlich die falsche Seite genommen. Ich krieg da jetzt nicht mehr zwischen. Oh doch. Jetzt nicht gedacht. Zack. Da wird natürlich jetzt unsere Bevölkerung dann wieder ins unermessliche Hochjahr jubeln. Und ja, jetzt geht es dann weiter nach Grimsby. Da wollte ich über den Fluss rüber nach Hull. Hier ist übrigens auch Immingham. Hier waren wir schon mal. Oder hier war ich schon öfter mal mit dem Schiff. Dann geht es noch nach Bridlington und bis nach Whitby. Das ist aber eine lange Strecke, du meine Herren. Donnerlittchen. So, jetzt kommt hier der Bahnhof hin. Nehmen wir da. Nehmen wir so einen hier. Ja, warum nicht, ne? Mal 40 Meter. Alles, was er braucht. Der hier hin. So, jetzt müssen wir natürlich erstmal wieder sehen, dass wir hier durch die City durchkommen. Am besten so, dass wir... war schon ein paar Häuser abreißen müssen. Aber dass auch die Straße... Oh, guck dir das an, wie geil. Ist ja perfekt. Du darfst auf jeden Fall weiterleben. So. Das ist auch noch in Ordnung. Jetzt wieder schön durch den Wald. Kann man direkt draufziehen, wie... Peng. Wie lange will der Tunnel denn machen? Der Tunnel ist nicht so lange. Eigentlich ist die Strecke ganz in Ordnung so. Ja, kann er machen. Mal nur durch den Wald. Zack. Gehen wir kurz an den Autos vorbei und dann natürlich einen kleinen Tunnel durch. Sehr schön. So, natürlich hier wieder ein bisschen was abreißen. Teng. Teng. Natürlich noch die Schranken hier wechseln. Jetzt habe ich wieder so viele Schranken drin. Ich habe jetzt die ganzen Mods da noch alle zugepackt, die ich jetzt ja so nicht hatte. Ich hatte noch ein paar vergessen zu aktivieren. Beziehungsweise wollte sie erstmal nicht aktivieren. Das ist natürlich wieder so lang geworden hier. Diese Liste. Wobei ich eigentlich nur die modernen haben wollte. Also quasi nur die hier.
Mal gucken, dass ich die andere wieder rausnehme. Jetzt kann ich das natürlich nicht, weil ich jetzt ja die nehme. Aber naja. Soll's, ne? Ja, natürlich nachher, was, ich weiß auch nicht, was ich. Wir werden auf jeden Fall einen Doppelstock draufsetzen. Auf jeden Fall. Ach, die Route, die Strecke wird so lang. So. Dann kommt hier der Bahnhof hin. Zweigleisig bitte. So. Dann hier wieder durch die Stadt durch. Und dann sind wir natürlich über den Fluss rüber. Jetzt haben wir noch ganz viele Brücken. Aus. Das sieht maximal scheiße aus, sieht das. Wenn wir jetzt dann hier drauf gehen. Ist ja schon deutlich besser aus. Nicht ganz so schlimm. So ist gut. Das ist der Bahnhof, da müssen wir hin. Nochmal. Rup. Zack. Nur noch 140 fahren hier. Heben wir die mal ein bisschen an, dass wir nicht ganz so tief so eine Schlucht reinbauen. Zack. Das ist aber echt eine Monsterstrecke, du meine Herren. Auch noch zwei Städte. Das wird echt eine Monsterstrecke. Und hier kommt jetzt auch noch so eine riesen Schlucht. Jetzt wird es ja wieder hügelig. Die Ebene hier vorne eben war noch relativ. Oder wir machen nur bis Brightlington. Obwohl, wenn wir jetzt hier die nächste nehmen, dann London überhaupt da unten. Würde ich hier eigentlich gerne hochgehen und Whitby. Hier ist das aber so hügelig. Dann würde ich Whitby sagen, bauen wir mit Bussen an. Dann karren wir die bis nach Ridlington mit Bussen. Und dann sollte das nämlich auch funktionieren, denke ich mal. So, Kopfbahnhof. Da ein Gleis. Oder vielleicht machen wir einfach wir machen da eine S-Bahn hin. Genau, komm, wir machen das so. Zwei Gleise. 240 Meter Höchstgeschwindigkeit. Curve brauchen wir nicht. Oder? Nein, brauchen wir nicht. Zack. Dann können wir das schon alles hier komplett schön verbinden. So wie uns das gefällt. So. Zack. Deckt ja auch schon fast die ganze City ab. So. So, natürlich einen etwas schärferen Bogen fahren. Aber das macht auch nichts. Hier gehen wir jetzt mit der Weiche drauf. Zack. So, da haben wir die Städte dann auch schon mal fertig. Wir müssen natürlich erstmal alles hier mit Signälchen wieder versorgen. Das müsste jetzt ein Einfahrtssignal sein, ne? So. Andere sind jetzt normale Streckensignale. Machen wir ein Ausfahrtssignal. Straßenbahnsignal, Einfahrtssignal, Wegsignal. So. Zack, zack. Okay, jetzt müsste man das irgendwie auch genauerweise hinmachen, aber wie gesagt, da lege ich jetzt nicht so viel Wert drauf. Klatschen die jetzt hier einfach hin. So. Zack. Jetzt natürlich immer der ist ein mega Kredit aufnehmen, damit ich jetzt hier auch nur ansatzweise ein paar Züge raufsetzen kann. Die Züge brauche ich auf der Strecke schon. Ich kann zwar erstmal mit zweien machen, aber das dauert dann ja auch immer ewig, bis die dann mal irgendwo angekommen sind. Weil die Strecke halt schon echt verdammt lang ist.
Hier geht's auch noch. Zack. Hier geht's auch noch. Mal gucken, dass wir hier, wenn es eingleisig wird. Zack. So. Oh, das ist aber echt eine lange Strecke. So. Da haben wir jetzt auch einige Leute damit angebunden, unsere Straßen. Das wird hier gleich alles explodieren. Unser S-Bahn-Betriebswerk, habe ich gedacht, ja, bauen wir mal schön in den Wald. Da ist nichts. Aber wenn ich das so sehe, wird das da gleich irgendwann in der nahen Zukunft noch ganz schön einwachsen. So. Dann machen wir jetzt eine Linie. Die nennen wir jetzt RE1. RE1. London. Brigi. Brit. Lincoln. Hier steht noch eine Farbe, weil die Farbe ist immer kacke. Neongrün. So, von hier geht's nach da. Nach da. Die ganzen müssen natürlich jetzt auch alle noch angebunden werden mit Bussen und sowas. Und dann geht's wieder zurück. Echt viele Haltestellen. 12 Stück an der Zahl, ne? Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Da müssten jetzt eigentlich echt 2 Züge aufsetzen. Der fährt jetzt auf das Gleis, gell? Ja. Von dem Gleis komme ich natürlich jetzt auch nichts. Da würde ich höchstens auch kommen, wenn ich das hier wegreiße. Und jetzt hier direkt drauf gehe. So. Kann ich da schon mal einen Zug rauf schicken? Und dann schicken wir einen am anderen Ende rauf. Oh Gott. Ah! Das reicht nicht. Da brauchen wir mehr Züge. Das reicht definitiv nicht. Aber sowas von definitiv nicht. Definitiv brauchen wir da mehr Züge. Wenn man sieht, was jetzt hier schon wartet. Und hier, seht ihr das in ah, was ich genau, das habe ich nämlich gesagt, jetzt sehe ich das erst. In Dover habe ich euch letztens noch vor ein paar Folgen gesagt, ich baue den Bahnhof hier nicht ein, weil die Stadt sich hier ansiedeln wird. Und jetzt tun sie es. Das ist nicht geil. Erstmal nehmen wir mit der Straße hier. Also noch mit Autos hinfahren. Das ist nicht cool. Das wird auch alles größer. Das wächst alles ein. Das wird alles. Ich glaube, das wird irgendwo alles so eine Megametropolen hier bei uns. Und ich weiß auch noch nicht genau, wie das Spiel nachher das alles performance-technisch noch so schafft. Moment, habe ich die Auflösung noch hoch? Das kann ich alles noch ein bisschen weiter runterdrehen. Das wird auf jeden Fall lustig. So, dann gucken wir mal, was wir jetzt für einen Zug bauen. Erstmal müssen wir jetzt, weiß ich schon, einen gewaltigen Kredit aufnehmen. Weil der Zug bestimmt so an die 20 Millionen kostet einer. Nehmen wir erstmal 50 auf. Vielleicht nehmen wir auch irgendwie Triebwagen vernünftig und mal gucken, was wir da jetzt so finden. So. Zack, Triebwagen. Was haben wir denn da so an Schönes, an elektrischen? 144 Leute. 140 Stunden können wir da reicht eigentlich. Der können natürlich 272. Und wir wollten ja davon eigentlich noch welche haben, ne? Davon wollte ich ja eigentlich welche auf die Linie setzen. Das wäre eigentlich jetzt ja die ideale Linie dafür. Um das mit denen mal auszuprobieren. Das hier sind ja nur die normalen. Da könnten wir 120 gehen. Wenn man eine 2,5 Millionen 120 Leute. Wenn wir jetzt hier von zwei zusammenkloppeln. Wenn aber nur 120 Leute. Mit denen haben wir 2,8 Millionen, können 272 Leute transportieren. Das ist schon ein Unterschied, ne? Das ist halt echt schon ein Unterschied. Orca, der hatte 5, ne?
vor. 5K. Hat er 375. Ach, nee, das ist mir zu viel. Wie lang ist der denn? Der ist nicht so lang, wa? Der ist nur 82 Meter lang. Kann aber viele Leute transportieren. Wenn wir jetzt uns den angucken hier. Das ist der. Der hat jetzt auch Betriebskosten von 2,5 Millionen. Genauso wie der 2,8. Ist ein bisschen teurer. Sieht natürlich stylischer aus. Ist auch ein bisschen länger als der kleine Kackdampfer hier. Aber der kann halt einfach so viele Leute transportieren. Das ist jetzt die Frage. Der kostet 17 Millionen. Der andere kostet 15 Millionen. Sinn machen wird's nicht. Wie schnell fährt er denn überhaupt? Wenn er nur 100 fährt, ist natürlich auch blöd. 121. Ist natürlich jetzt keine Höchstgeschwindigkeit. Fährt immer nur 140. Oh, Ladegeschwindigkeit ist 32. Der hat nur 8. Oh, was machen wir da? Stadtladen hätten wir auch noch. Kann ich mir jetzt nicht mehr leisten. Habe ich aber schon gekauft, ich Trottel. So, dann haben wir den noch. Können wir auch noch mit ins Rennen werfen. Oder halt zwei von den anderen zusammen. Also ich würde ganz ehrlich sagen, dass wir erstmal noch einen Kredit aufnehmen. Wir müssen jetzt erstmal ganz in Ruhe vergleichen und nochmal angucken. Und dann sind wir nämlich auch schon am Ende der heutigen Folge angekommen. So. Wenn wir jetzt hiervon 2 zu 1 machen. So, jetzt haben wir hier Details. Kann man zwar nicht sehen, wie viel sie transportieren können, aber das weiß man ja ungefähr. 2,5 Millionen, der ist auf jeden Fall schon mal der Doppel, ist am günstigsten von allen. Fährt 140, kann 120 Leute tragen. Der Kiss fährt 160. Kann 172 Leute tragen. Also ich will ganz ehrlich sagen, der fliegt erstmal raus hier. Der ist schon mal weg. Den hat 144. Also das sind jetzt nur ein paar Leute Unterschied. Da will ich den auch erstmal wegschmeißen. Und einfach erstmal optisch halber gesehen, ist der Thema schöner. Den Aufwerk machen. Nehmen wir den. Warum kann der nicht auf die Linie? Ach so. Dann geht er auf die RE1. Und dann können wir den hier hinten jetzt auch noch in Rot kaufen. Wir brauchen noch 2 verschiedene Farben. So. So nehmen hier 160. Zack, zack. Packen wir den zusammen. Und dann schicken wir den auch auf eine Reise. Gucken wir uns den hier nochmal gerade an. In London. Und dann ist auch schon Ende der heutigen Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschalten würdet. Bis dahin. Haut rein. Ich weiß jetzt nicht, warum er nicht blau ist. Okay, vielleicht ist das einfach ein Bug. Aber egal. Halt rot. Hört mir jetzt auch nicht so. Ja. Doch ganz schön. Und schön halt in so einer Doppeltraktion. Das finde ich persönlich auch ganz gut. Und deshalb noch ein bisschen länger. Gut, meine Freunde. Dann danke fürs Zusehen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschalten würdet in 2 Tagen. Bis dahin, haut rein, ciao.